weil ich es im Internet noch nicht gefunden habe, eine kurze Vorstellung von Soccer 2 von Mattel. Ein Spiel aus dem Jahr 1977, in dem Fall sogar mit deutscher Anleitung. Wer das noch nicht kennt, der wird sich fragen, was da eigentlich überhaupt passiert. Deswegen zeige ich das kurz her. So, schalten wir das mal ein. Es gibt also eben zwei Modi, 1 und 2. Und das schaut dann praktisch so aus. Der leuchtende Punkt ist man selber, der blinkende Punkt ist dann der Teamkollege und die dunkleren Punkte sind die Gegenspieler. Dann dieses aufgezeichnete Spielfeld können wir vorerst mal vergessen. Die Zahl zeigt uns nämlich an, in welchem Bereich wir sind, 5. Und dieses U ist eigentlich ein V für Visitor. Wenn wir jetzt anfangen, zuerst einmal den Score-Knopf drücken. Dann geht's los. Mit dem Pass geht's los. Und schon kann ich mich da bewegen. Also ich bin der hell leuchtende Punkt mit einem Pass. Jetzt kommt ein diagonaler Pass zum Mitspieler. Dann laufe ich rechts raus, komme links wieder rein und bin bei 4. So. Jetzt habe ich den Pass hinaufgespielt und hinüber. Ja. So, jetzt muss ich warten. Die haben eine Mauer. Da sieht man, jetzt kann ich zum Mitspieler. Ja, jetzt kann ich durchpassen. Jetzt geht's nach rechts, nach vor. Dann kann ich weiterlaufen. Also der eigene Spieler verschwindet immer beim Pass. So, ein Diagonalpass, den muss man dann auch nehmen, sonst ist der Spielzug beendet. Und dann schnell durch. Ja, der kommt jetzt durch. So, jetzt bin ich in der ersten Zone. Hoppala. Jetzt bin ich in der ersten Zone und da kann ich dann aufs Tor schießen. Jetzt haben mich allerdings die Verteidiger gestoppt. Einmal aufs Score drücken. So, das ist der Zwischenstand, der eingeblendet ist, 0-0, dann die Minuten, H9, also Heimmannschaft und im Sektor 9 mit dem Passknopf. Dann soll ich den Pass nicht eingenommen, es ist der Zug beendet. So, U1, jetzt kann ich da aufs Tor schießen, Pass, jetzt muss ich warten, bis der Tormann weggeht und dann mit dem Shoot-Knopf, ja, steht im Tor und jetzt diagonal ins Tor geschossen. Jetzt steht es also 1-0. Wirklich im Fußball wäre das 0-1 für die Auswärtsmannschaft. 1-0. Dann haben wir noch die restlichen Minuten. So, jetzt ist die Heimmannschaft, da geht es von rechts nach links. Das heißt, das Spiel ist eigentlich für zwei Spieler. Der Diagonalpass. Und die aber allerdings abwechselnd spielen. Genau. H2 und ab H1 kann ich dann jetzt wieder aufs Tor schießen. Schon Schuss. Genau. Drinnen. 1-1, Ausgleich. Jetzt ist dann also wieder der andere Spieler an der Reihe.